Caroline war bei einer Halloween-Party in einem verlassenen Haus. Ihre Freunde fragten sie, ob sie Lust auf eine Challenge hätte, und sie sagte ja. Dann wurde sie in einem Raum eingesperrt. Es gab eine Tür und drei Lichtschalter daneben. Hinter der Tür war ein leerer Schrank, in dem nur eine Glühbirne hing. Caroline sollte herausfinden, welcher Schalter die Glühbirne im Schrank steuerte. Sie durfte die Schalter so oft sie wollte umlegen, außer wenn die Tür auf ist. Nach einiger Zeit hatte sie es geschafft. Wie hat Caroline den richtigen Schalter herausgefunden? Okay, Schritt für Schritt. Sie legte Schalter Nummer 1 um und wartete ein paar Minuten. Dann schaltete sie ihn aus und legte sofort Schalter Nummer 2 um. Dann öffnete sie die Tür, um zu sehen, ob das Licht brennt. Es war aber aus, also konnte nicht Schalter Nummer 2 das Licht steuern. Sie fasste die Glühbirne an, um zu prüfen, ob sie warm oder kalt war. Wäre die Glühbirne kalt, würde das bedeuten, dass Schalter Nummer 3 sie steuert. Aber die Glühbirne war warm. Das bedeutete also, dass Schalter Nummer 1 sie steuerte. Gut gemacht, Caroline. Um wieder zur Party zu kommen, musste Caroline noch ein Rätsel lösen. Es standen zwei Sanduhren vor ihr. Eine Sanduhr maß 7 Minuten und die andere 4. Sie musste die Zeit von 9 Minuten mit beiden Sanduhren messen. Aber wie konnte sie das machen? Zuerst drehte sie beide Sanduhren gleichzeitig um. Als die 4-Minuten-Sanduhr fertig war, hatte die andere noch 3 Minuten übrig. Caroline drehte die 4-Minuten-Sanduhr wieder um. Als die 7-Minuten-Sanduhr um war, war noch 1 Minute bei der anderen Sanduhr übrig. Und als die 4-Minuten-Sanduhr um war, befand sich noch für 1 Minute Sand in der unteren Hälfte der 7-Minuten-Uhr. Als sie die wieder umdrehte, war noch für 1 Minute Sand in der oberen Hälfte der Uhr. Und als dann die 7-Minuten-Uhr wieder leer war, waren insgesamt 9 Minuten vergangen. Puh, das war ganz schön knifflig, oder? Jemand hatte einen seltenen Diamanten aus dem Haus von Frau Monika Fässer gestohlen. Frau Fässer sagte, sie sei am Morgen in ihr Ankleidezimmer gegangen und sah, dass die Vitrine aufgebrochen und der Diamant weg war. Sie rief einen Detektiv. Als dieser kam, stellte er ihr einige Fragen. Durch seine Untersuchungen konnte er 3 Verdächtige ermitteln. Steffen, der Gärtner von Frau Fässer, hatte einen Schlüssel zum Haus. Ihre Cousine Sophia war die Woche über bei ihr zu Besuch. Und Antje, die Putzfrau, machte jeden Tag im Haus sauber. Steffen sagte, dass er in dieser Woche im Urlaub war. Er war also nicht in der Nähe, als es passierte. Sophia sagte, sie habe gar nicht gewusst, dass ihre Cousine einen Diamanten im Haus hatte. Und Antje sagte, dass sie am Abend zuvor gegen 22 Uhr im Haus geputzt habe und dass noch alles in Ordnung gewesen sei. Wer hat den Diamanten gestohlen? Es war die Putzfrau. Anscheinend hat sie, nachdem sie die Vitrine zerbrochen und den Diamanten gestohlen hatte, auch die Glasscherben vom Boden weggefegt. An einem kalten Wintertag wachte Harald nach einer Notoperation auf. Er lag im Bett, als der Arzt in sein Zimmer kam und sagte, dass draußen 3 Frauen seien, die behaupteten, seine Verlobte zu sein. Alle 3 wollten Harald sehen, aber nur seine zukünftige Frau durfte ins Krankenzimmer. Schau dir die Frauen an. Was denkst du, welche wird er heiraten? Die Frau im weißen Hemd trägt als einzige einen Ring am linken Finger. Sie ist die Verlobte. Es war ein ruhiger Sonntagmorgen und Jakob frühstückte in der Küche. Plötzlich hörte er Glas zerspringen. Er ging ins Wohnzimmer und sah, dass jemand sein Fenster eingeschlagen hatte. Er war wütend und ging nach draußen, um den Übeltäter zu fangen. Es waren nur 3 Personen auf der Straße und er sprach sie alle an. Zuerst fragte er den Nachbarsjungen. Er kam gerade vom Fußballtraining und hatte seinen Ball dabei. Als es passierte, war er auf dem Heimweg, sagte er. Die zweite Person war Stefan, Jakobs Nachbar und langjähriger Freund. Er hatte einen Werkzeugkasten bei sich. Stefan sagte, er wolle Jakobs Fenster reparieren. Und dann war da noch Julian, der Postbote. Er fuhr auf seinem Fahrrad und warf die Zeitungen in die Vorgärten der Leute. Er sagte, dass er schon vor Stunden an Jakobs Haus vorbeigekommen sei. Jakob wusste, wer der Übeltäter war. Du auch?
Es war Julian. Schau mal, was da im Gras vor dem zerbrochenen Fenster liegt. Der Postbote warf die Zeitung Richtung Briefkasten, verfehlte ihn aber und traf Jakobs Fenster. Upsi. Es war eine stürmische Nacht. Katja und ihr Freund blieben lange auf und schauten eine Seifenoper. Mittendrin kam eine Wettervorhersage. Die Wetterfrau sagte, dass es noch 2 Tage lang regnen wird, aber in 72 Stunden würde es wieder hell und sonnig sein. Katja sagte ihrem Freund, dass die Wetterfrau sich geirrt habe. Hat die junge Frau recht? Und wenn ja, warum? In 72 Stunden wird es auch Nacht sein. Es kann also unmöglich hell und sonnig sein. Lauras Traum war es, Fallschirmspringen zu gehen, aber sie hatte Höhenangst. Doch dann nahm ihre Freundin sie mit, um ihren Traum zu erfüllen. Laura sprang ohne Fallschirm aus dem Flugzeug, aber verletzte sich nicht. Wie ist das möglich? Das Flugzeug flog nicht, sondern stand am Boden. David war Archäologe und reiste für eine ganz besondere Mission nach Ägypten. Er verbrachte Tage damit, nach alten Schätzen zu graben, und dann fand er eine Münze mit der Aufschrift 10 vor Christus. Als er sie seinen Kollegen zeigte, sagten sie ihm, die Münze sei eine Fälschung. Aber warum? Na, weil die Bezeichnung vor Christus erst nach dem Beginn unserer Zeitrechnung kam. Es regnete, als Frau Mahler die Polizei rief. Sie sagte, jemand habe gerade ihr Auto gerammt und sei weggefahren. Als die Polizei eintraf, war die einzige Person neben dem Ort des Geschehens ein Mann, der sein Auto reparierte. Frau Mahler sagte, das sei das Auto, das gegen ihres gefahren sei. Der Mann sagte aber, dass das nicht stimmen könne, weil er die ganze Zeit mit seinem Auto beschäftigt war. Hast du eine Ahnung, wer lügt? Der Typ, der angeblich sein Auto repariert, lügt. Der Regen hatte erst vor kurzem angefangen. Wenn er die ganze Zeit da gewesen wäre, müsste der Boden unter seinem Auto trocken sein, aber er ist nass. Das bedeutet, er ist vor kurzem gekommen und hat den Unfall verursacht. 4 Freunde trafen sich an einem Nachmittag zum Kaffee. Jemand fragte sie, wer von ihnen am ältesten sei, und sie antworteten mit einem Rätsel. Mia ist 3-mal so alt wie Anna, aber vor 3 Jahren war Anna 1 Jahr jünger als Claudia heute ist. Und Olivia ist 2-mal so alt wie Anna. Kannst du die jungen Frauen nach ihrem Alter ordnen? Die richtige Reihenfolge ist Mia, Olivia, Anna und Claudia. Das ist ein kurzes Rätsel. Was gehört dir, aber andere benutzen es öfter? Dein Name! Am Haupttor eines schicken Palasts standen 2 Wächter. Sie standen da und schauten in die entgegengesetzte Richtung. Der eine nach Westen und der andere nach Osten. Dann fragte eine Wache die andere, warum lächelst du? Woher konnte er wissen, dass sein Kollege lächelte? Auch wenn beide in verschiedene Richtungen schauten, standen sie nicht Rücken an Rücken. Sie standen sich nämlich gegenüber. Kevin war geschäftlich unterwegs und übernachtete in einem Hotel. Nach dem schweren Tag ging er in sein Zimmer. Er legte sich ins Bett, konnte aber nicht einschlafen. Nachdem er sich stundenlang im Bett hin und her gewälzt hatte, rief er jemanden an. Er sagte kein Wort, aber schlief dann endlich ein. Wen hatte Kevin angerufen und warum konnte er dann einschlafen? Er rief im Zimmer nebenan an, bei seinem Nachbar, der so laut schnarchte. Das Klingeln weckte ihn auf, sodass das Schnarchen aufhörte und Kevin einschlafen konnte. Du bist aus dem Urlaub zurückgekommen. Dort hast du dir einen neuen Koffer gegönnt, um all die Mitbringsel zu verstauen. Aber leider erinnerst du dich nicht mehr an den Code für das Zahlenschloss.
Zum Glück hast du dir einen Hinweis ins Handy gespeichert. 682. Eine Ziffer ist richtig und an ihrem Platz. 614. Eine Ziffer ist richtig, aber an der falschen Stelle. 206. Zwei Ziffern sind richtig, aber beide an der falschen Stelle. 768. Alle Ziffern sind falsch. 380. Eine Ziffer ist richtig, aber an der falschen Stelle. Wie lautet der dreistellige Code? Null vier zwei.